damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trains. Wir schauen uns die neue Strecke von 3D-Zug an, und zwar Yellowstone Mountain and Central Railroad. Ist noch nicht verfügbar, außer man ist Trains Plus Goldmember und dann kann man sich das im Preview Pass ansehen. Und dann wird die Strecke $35 kosten. Ja, ich habe die Strecke kostenlos von 3D-Zug zur Verfügung gestellt für Review-Video. Und Review-Video, so, damit ich das auch noch ausgesprochen bekomme. Und wir schauen uns das heute mal an und schauen wir mal, was die Strecke so hergibt, optisch sowie auch vom Spielspaß her. Unsere Aufgabe ist es, dass wir hier einen Kohlezug haben, den müssen wir beladen und dann bringen wir den zu der Steel Company und da wird dann wieder entladen. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren manuell. Wir werden als erstes mal die Bremsen lösen. Richtungssender nach vorne. Und geben mal Leistung. Ja, Lichter einschalten wäre vielleicht auch noch ganz gut. So, nach lange mal wieder einen amerikanischen Güterzug fahren. Ja, nice. Das ist ein schönes Modell. Sound ist auch geil. Und auch bisher die Umgebung ist schlecht. Also auch die anderen beiden Strecken von Trains, die ich, von 3D-Zug, die ich mir angesehen habe, waren auch schon sehr schön. Also gehen wir davon aus, dass die hier auch nicht schlecht sein wird. So, 35 Stundenkilometer dürfen wir, aber nicht seit lange. Da vorne ist schon wieder 25. Eine Halteperron hier. Okay, währenddessen werde ich euch mal ganz kurz vorlesen, was 3D-Zug zu dieser Strecke sagt. Ende des 19. Jahrhunderts beschloss die Union Pacific, die Regionen im Norden Wyomings, insbesondere die ressourcenreichen Gebiete um die Yellowstone Mountains, für die von Rock Springs ausgehende Eisenbahn zu erschließen. Die Yellowstone Mountain and Central Railroad mit Sitz in Rock Springs wurde gegründet, um das unternehmerische Risiko für das Hauptgeschäft zu verteilen, falls das Projekt auf eine Mauer stoßen sollte. Zunächst schien das Unternehmen tatsächlich am Rande des Scheiterns zu stehen. Der Bankrott der YMCA wurde jedoch in den 1920er Jahren abgewendet, nachdem der Bau mehrerer Minen und des großen Stahlwerks in den Rockfields zu einem massiven Boom im Güterverkehr geführt hatte. Erlebe den Alltag eines Lokführers, der die Schüttgutzüge von den Minen zu den Stahlwerken fährt, oder versorge die örtliche Industrie an unzähligen Gleisanschlüssen und Verladestellen mit Waren aller Art. Die 55 Kilometer lange Strecke bietet ein funktionierendes Wirtschaftssystem mit Verbrauchern und Industrien, die Rohstoffe produzieren und handeln, mehr als 70 B- und Entladestellen, die mehr als 50 verschiedene Waren unterstützen, schaffen unendliche Möglichkeiten. 4 Seasons und eine Multiplayer-Vorlage wartet darauf, entdeckt zu werden. Ja, Multiplayer ist etwas, was ich nach wie vor ausprobieren muss. Bis jetzt bin ich nur in den Singleplayer-Seasons hier drin. Wir könnten noch mal ein bisschen mehr Leistung geben, da geht es immerhin nach oben. Oh, dieser Dreier-Sound hier. Ja, also eine gewisse Länge haben wir hier. Schrottplatz. Können wir uns den mal kurz anschauen. Gehen wir mal kurz hier rüber. Nettes Detail. Okay, zurück zu unserem Zug. War am Zugschluss eigentlich was Besonderes? Nee. Na gut. Oh ja, nicht zu schnell fahren. Jetzt kriege ich noch wieder meine Notbremse. Klar, jetzt hier von der Landschaft her nicht sehr viel zu machen, wenn hier viel Ödland ist, aber trotzdem, das, was man sieht, sieht schöner aus. Da bin ich schon mal gespannt auf die Industrien. Ja, lieber hier drin, das ist nicht ganz so laut. Was ist das?
Das ist ein sehr komischer Effekt. Das zieht sich auch bis nach da hinten. Okay, ja, gibt Schlimmeres, aber ist jetzt nicht gerade zu das Gelbe vom Ei. Okay, schneller fahren. 35 dürfen wir. Sind die Buttons hier eigentlich? Nö, schade. Ja, war cool gewesen. Also ich spiele es auch so, so semi mit dem Rail Driver und mit Tastatur. Also mit Tastatur gebe ich Gas, weil der Gashebel vom Rail Driver irgendwie mit Trains nicht so richtig will. Alles andere funktioniert. Kalibriert habe ich es mehrfach, aber mag mich nicht. Ja, schon nicht ohne doch mit der Steigung. Boah, ich glaube, ich wäre das so ein geiler Fotospot und Filmspot bei dem Dieselgewitter. So, ich glaube, da hinten oben ist dann die Kohlemine. Werden wir einmal im Kreis fahren und beladen. Oh, das ist da hinten die Mine. Ah, das ist ja da hinten. Oh, weit ungefähr. Screenshot. Tiefe. Oh, yes. Das sieht doch geil aus. Cool, cool. Da fällt es wieder an. Oh, stellt euch mal vor, hier mit dem Big Boy rauffahren. Wäre ja eigentlich eine Option. Jetzt kannst du ja machen, was du willst. Wenn ihr Trains-Profi seid und ist aber Zufall auch auf meinem Discord-Server, ich suche gerade jemanden, der mir vielleicht ein bisschen Einweisungen im Multiplayer gibt. Also wenn ihr da mal wollt, schreibt mich mal auf Discord an. Da würde ich gerne ein bisschen mehr über Trains erfahren und eben dort halt auch mal effektiv Multiplayer spielen. So, da kommt 15. Nehmen wir mal runter vom Gas. Ja, ich glaube, ein bisschen geht noch. Ganz leicht rein mit der Bremse. Und da werden wir mal ganz das Ding hier machen. So, das reicht. So, aus mit der Bibel. Da ist es ja. Das ist schon mal ein großer Haufen hier hinten. Recht für ein, zwei Züge.
eigentlich total simpler Aufbau. Einfach mal so eine Schleife zum Beladen und wieder raus. Genau das, was sich in Waywards Online nicht macht. Ich meinte, ich bin mir nicht sicher, ich würde maximal 8 Meilen pro Stunde fahren bei der Beladung. Aber er wird sonst eh noch. Was war das für. Was ist das für ein Geräusch? Soll das ein Coyote oder sowas sein? Okay. So, dann wären wir da. Da sieht man jetzt ganz gut die Schleife hier. Stansbury Mine. Mein Kollege. Was machst du da Schönes? Okay. Das war jetzt gerade schräg. Einfahrrad. Jetzt sogar eine Dieseltankstelle hier. Also ein kleiner Abladebereich hier. Für sonstige Anlieferungen. Da scheint was kaputt zu sein. 3 Leute und einer arbeitet. Ach ja, die Dinger sieht man bei der Strecke noch ganz oft, diese Holzplattformen da. Die Leute zum Ein- und Aussteigen. Und einfach, aber funktioniert. Und kostengünstig. Södele. Da war der Verlad, da hinten ist die Mine. Jo, das ist ein großer Haufen von Kohle. Ich denke, ich da mal kurz nach hinten gehen und zu schauen, was wir da haben. Da war der Verlad. Da müsste. Please not all working with coal, you have to drive less than 9 miles per hour. Gut, bremsen wir mal ein bisschen. Meilen. Sieht aus wie ein normaler Eisenbahntunnel hier, den sie da ein bisschen zweckentfremdet haben. So, schauen wir uns das mal hier an. Jo, der ist nämlich mal ein Expressladen. Okay, wie man kann man wieder ausmachen. Dann können wir uns mal kurz die Mine hier hinten anschauen. Ja, okay. Damit weiß ich abgebaut. Sollte das nicht eigentlich irgendwo hingehen? Ah ja, Details. Okay. Zurück zu uns. Mensch, da wird aber dann die Talfahrt witzig. Mit dem Gewicht. So, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ach, da hätte ich pfeifen müssen, ne? Mit dem X. Ah ja. Hat ja die Glocke an. So, wie viel sitzt denn noch? Wo ist der letzte? Da, kommen wir mit dem mal mit. Oh nein, ich war zu schnell. Fuck, jetzt hat der Wagen ausgelassen, oder? Jo, wir haben Wagen ausgelassen.
Ah, shit. Ah, da können wir noch rückwärts. Warum? Nein, mach das bitte nicht. Jo. Babu hat das mit dem Beladen, das üben wir noch mal. Hattet ihr nicht so eine Art Langsamgang für solche Sachen? Meinte ich hätte es mal in Transient World oder so gesehen gehabt. Irgendeiner von den amerikanischen Loks, aber den kenne ich mich einfach zu wenig aus. So, ist jetzt alles voll hier. Gut, bremsen. Dann gehen wir zu dem Kollegen. Wieder nach vorne. Lösen. Dankeschön. Bremse bitte auch lösen. Danke. Abfahrt. Also der Coyote ist irgendwie eigenartig. Oder kommt es doch von den Wagen? Ich bin mir nicht sicher. So. Genug schnell. Vor allem so unregelmäßig. So, weiter nach hinten. Wo ist der letzte? Da. Müsste da nicht eigentlich so ein Zugschluss dran hängen? Oh, gleich geschafft. 20 von 23. Warum ist die dynamische Bremse? Was? Ich verstehe das nicht. Die haut es halt immer wieder mal von allein rein. So, und der letzte. Gib, gib. Nice. 1 von 23. Ja dann. Runter geht's. Schöne Tarnfahrt. Bin mal gespannt, wie das mit dem Bremsen wird. Oh, vorne zu unserer Lok. Geile Kamerafahrt. Eigentlich könnte man auch hier noch einen schönen Screenshot machen. Ja, ein bisschen weniger Leistung. Irgendwie so. Ja, also von oben, dass man die Wagen sieht. Nice. Südre. Die Stahlmine. Eine Stahlmine, diese Stahlfabrik, da war ich jetzt auch noch nicht. Den Teil hier oben, den habe ich schon gesehen, eben zum Testen. Aber alles andere noch nicht. So, ein bisschen bremsen, dankeschön. Weil jetzt könnte man die elektrodynamische. Also, ich war ja im Gas, eigentlich Superheld. Tue ich schon mal aktivieren. Wobei, hast du eigentlich...
ja hier noch Setup, ne? Ja. Also der Plan ist, dass ich mich da jetzt einfach runterrollen lasse. Und dann so ungefähr bei 30 mit der elektrodynamischen Bremse dann reindrück. So die Theorie. Ja, definitiv ein Coyote da. Augenrufe, weil es so oft ist? Ja, okay, gut. Ein bisschen mehr Schmack, das kann man schon geben. Dann stehen wir hier noch. So, war beim letzten Wagen mal mit. So, einhalten. Ah, nein, halt. Setup. So, dann machen wir über die Weiche drüber. Müsste man ja in der Theorie jetzt langsamer werden. Ah, schneller. So, ja genau. Langsamer werden beim Bergabfahren. Macht voll Sinn. nettes Detail. So wirklich schneller werden wir nicht. Hilft mir nach. Ja, okay, hier ist noch ein bisschen gerade hier. Hat irgendwie so ausgesehen, jetzt wird es nach der Weichen gerade runtergehen. Jetzt zeigt das auch hier an. Ja, dann. Ein Gas wegnehmen, werden wir schneller. Jo. Was eigentlich da noch schön gewesen wäre, ist, wenn man die Kojoten auch irgendwie sehen würde da. Wenn man sie schon hört. Das wäre noch ein nettes Detail. So, Brake. Was heißt hier grobe Bedienung? Ich habe doch nur die dynamische Bremse eingeschaltet. Okay, wir brauchen noch mehr Saft. Es scheint sehr gut zu klappen. Nur da unten auf 25 kommen. Also wenn es jetzt mal
Ohne eine Zwangsbremsung schaffe ich, dann bin ich glücklich. Ich bin gerade vorher eine Strecke im Train Simulator gefahren. Mit aktiver ICP. Und habe noch drüber gescherzt gehabt. Ja, wäre doch mal schön, dass wenn ich mal die PCB nicht erwischt, aber sonst erwischt es mich einfach mindestens einmal. Genauso ist passiert. Ah, schöne Zwangsbremsung kassiert. So, mehr Braking. Ease Brake. Oh, Maximum Braking. Das ist eigentlich schon irre, was elektrodynamische Bremse eigentlich für eine Kraft hat. So, da wären wir auf 24, 25. Sehr gut. Ich mag mal kurz rausgehen mit dem geraden Stück hier. Ja, und wieder leicht bremsen. Oh, 25, 35, 25 und dann 55. Yeah, wir können später ein bisschen schneller fahren. So, keiner unterwegs. Oh, ich muss mehr bremsen. Keine Zwangsbremsung. Dankeschön. Ja, läuft doch wie geschmiert. Ja, ich würde sagen, Bremse aus. Ja, können wir, glaube ich, jetzt deaktivieren. Hier hinten, Containerlager. Also Industrien hat sie nicht zu wenig. Aber bist jetzt, also wenn du hier wohnst, bist du jetzt schon mitten im Nirgendwo, ne? War landschaftlich schön. Also primär da wohnen, um halt da bei den Arbeitsstätten hier zu arbeiten. In der Mine, in der Schmelz, je nachdem. Oha. Der hat sogar die Schranke. Der Punkt, wo wir gestartet sind. Ab hier ist neu für mich. Da sieht so nach einem Flussbett aus hier. Wurde hier voller Wasser, wenn es dann mal regnet. Naja, wobei, wenn man da so weitergeht. Ich kenne die Gegend halt nicht.
weit und breit eh keiner zu sehen. Ach, hier auch nochmal. Ja, das ist auch mehr Trampelpfad hier, ne? Aber Übergang ist Übergang. Kilometer circa, so. Mehr Leistung bitte. Oh wow, die 55 dürfen wir aber nicht lang fahren. Da hinten kommt schon wieder 20. Da dürfen sie jetzt ein bisschen ziehen. Oh, schau doch mal da die Steigung an. Geht gut ein bisschen nach oben. Oh, dann schon wieder 15. Oh Mann. Ach was, ist das jetzt schon die Steel Company da hinten? Ja, sind wir jetzt aber nicht so weit gefahren. Das ist dann natürlich auch verständlich, warum wir dann drei Loks brauchen, damit wir hier den Hügel da überhaupt hochkommen. Das mit den Wellen sieht aber interessant aus. Was soll das darstellen? Einsamer fahren wir mitten nirgendwo mit Wasserrad. Ich habe lange nicht gewusst, für was die Dinge eigentlich gut sind. Bis ich dann mal in Südafrika erfahren habe, das sind Wasserpumpen. Also teilweise auch für Strom, aber mehr eigentlich Wasserpumpen. Oha, da ist es voll am Rauchen da hinten. Ah, freut sich die Umwelt. So, wieder rein hier. Da kann man eh schon mal ganz vom Gas wegnehmen, damit wir auf die 20 hinkommen. Nutzen wir mal die Steigung ein bisschen aus. Oh, ein bisschen noch. Schade, dass man bei den Weichen da die Weichenlage optisch nicht erkennt. Man sieht es, wenn man mit der Maus dann rauf geht, aber optisch wäre es irgendwie nur schön, wenn man. So wie da. Sehen wir, bei der anderen war das alles komplett zusammen. Aber wie gesagt, an der Strecke kann sich noch einiges tun. Ist noch nicht fertig. Oh, das ist sehr interessant, die Weiche da. Jo, okay. Da hat es ein bisschen Platz für ein paar Züge. Amerikanische Verhältnisse vermutlich noch klein, aber trotzdem imposant.
gehe mal davon aus, dass es dann da hinten auch wieder so eine Art Schleife gibt. Okay, für uns geht es eins weiter nach links. Da kommt auch wieder irgendwas her. Wirklich eine andere Mine oder sowas. So, ein bisschen bremsen. Aber ich denke, im Multiplayer, glaube ich, könnte das hier schon spaßig sein, da die Industrie da zu beliefern. Da Sachen überall reinzustellen und wieder rauszubringen. Vor allem, wenn halt die Industrien funktionieren, das ist halt schon eine coole Sache. Was wie bei uns online? Okay, da stehen schon die Rangierlokomotiven bereit. Ach du Scheiße, das geht ja wirklich da hoch. Was zum... Was passiert hier gleich? Wie sind alle Bugs mit Coal Drive less than 9? Ja, okay. Was zum... Warum geht es so nach oben? Wieso? Da hinten gleich nochmal. Wer macht denn sowas? Also, warum einfach nicht gerade und dann Loch im Boden und so? Was heißt hier grobe Bedienung? Ich mache auch gar nichts. Sehr interessant. Also gerne in die Kommentare reinschreiben, was das jetzt für einen Sinn hat. Warum man das so macht, wenn man das überhaupt so macht. So, da, ja. Dann noch was zum Entladen hier. Oder B-Laden. Das ist hier eher B-Laden da. Also nee, ich wollte nicht bremsen. Entschuldigung. Gib Gas. Ja, schaut euch das an. Sieht doch keinen Bodenkontakt kriegen. Also gerade bei den Übergängen. Sieht wirklich spannend aus. Ja. So, lässt sich so die Geschwindigkeit besser halten? Ey. Geht mir irgendwie nicht ein. So, okay, da geht's jetzt wieder runter. Das ist ganz schön groß hier. Ich bin zu schnell. Gut, jetzt hat er noch die zweite Entladung hier. Möchtest du bremsen, bitte? Dankeschön. Ja, da hat jetzt ein paar nicht entladen. Aber wir haben ja da noch die zweite Stelle. Du sollst denn jetzt hier entladen? Oder muss ich da zurückrollen? Yes! Nein, warum hat er... Ach, shit. Okay, anhalten. Nein, 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 Bruder.
Das üben wir nochmal. So, einmal Retour bitte. Die Angestellten werden sich auch hier denken, ich habe gerade mit der Arbeit begonnen und bin nur hier ein Neuling. Weil ich irgendwo auch bin. Was? Was? How? Warum? Hä? Hier? Warum? Warum? Warum hat sich denn da die Weiche verändert? Och, nö, oder? Oder bin ich da so... Nein, ich bin doch nicht aus Versehen da rankommen. Also, sei nicht auszuschließen bei meinem Talent, aber... Ja... Okay... Schade. Hätte ich jetzt gerne noch fertig gemacht. Aber das Ding ist halt wirklich speziell. Na gut, wir können uns aber noch ganz kurz hier umschauen. Wo wäre es denn hier noch weitergegangen? Okay, jetzt noch Depot hier. Für Servicearbeiten und Co. Oha, 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 oha. Und dann vermute ich dann die ganzen Gleise hier, um die diversen Kompositionen zusammenzustellen. Und dann geht's hier wieder weg. Alles klar. Und dann geht die Strecke noch da weiter. Das erste. Okay, kommt da mir gerade ein Laden jetzt hinterher. Ach, und das ist eine Schleife hier. Okay. Da könnt ihr dann reinfahren und dann haben die hier wieder gewendet. Okay, das ist schlau. Nicht schlecht. Was haben wir hier auf der linken Seite noch? Auch nochmal hier Beladung. Okay, ja, hier kann man sehr viel... Oh, da hat sogar die Drehscheibe. Nice. Geil. Ja, doch, ich glaube, im Multiplayer könnte man hier wirklich viel Spaß haben. Da geht's auch wieder weiter. Also ich muss sagen, das haben sie geil gemacht hier. Da mal nach oben. Also mir gefällt's. Ich glaube, ich werde mir hier noch die anderen Sachen anschauen. United States Steel Grandville Steelworks. Sehr nice. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es tut mir jetzt ein bisschen leid mit der Entgleisung hier. Ich weiß nicht, ob sie das automatisch verstellt hat oder ob ich das jetzt aus Versehen war. Ja, das ist ein bisschen doof. Ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, weil sogar Konami-Glied und dann seht ihr die Folge schon im Vorhinein. Bis dahin, gute Fahrt und entgleist nicht. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.